haben wir gestern in unser Gerüst, was Mandala, Helikopter, über den Kopf drehen, Tür zu, Mandala, andere Richtung ist und so weiter und so fort, haben wir gestern zwei Escalator eingebaut. Einmal vom Rücken, eine Hand lässt los und die andere Hand nehmen wir runter und das gegenüberliegende Bein raus. Das war die erste Variante, also ein Reverse Escalator. Um hochzukommen, sind wir jetzt mit dem Bein wieder rein. Die Hand stoppt am Kopf, wenn der Reifen am Rücken ist. Wir drehen uns, wenn wir die rechte Hand haben, nach links, um den Reifen über dem Kopf schwingen zu lassen. Und dann sind wir wieder in unserem Gerüst drin. Genau, wenn ich hinterm Rücken die andere Hand auswähle, ende ich auf der linken Seite und würde mich hier jetzt nach rechts drehen. Ups. Die schwierige Variante war, den Reifen loszulassen und immer über eine Hüfte runterfallen zu lassen. Und zwar heben wir das Bein auf der gegenüberliegenden Seite, wo der Reifen hin soll. Also wenn mein Reifen nach hier soll, nach links, benutze ich mein rechtes Bein. Da lasse ich den Reifen drauf fallen, aber ich schubse wirklich hier in die Zielrichtung, also nach unten, diagonal unten. Gehe ich auf die andere Seite. Also nochmal, wenn ich nach da will, hebe ich dieses Bein, aber ich schubse trotzdem nach da. Also ich schubse nach da, aber das andere Bein kommt hoch. Genauso andersrum. Ich will nach da, das Bein kommt hoch. Die schwierige Variante fürs Hochgehen war mit auf den Bauch werfen. Jetzt habe ich das Drehen vergessen. Gut. So, ich zeige noch einmal die beiden neuen Grundkurselemente in dem Grundgerüst Mandala. Reverse Escalator. Escalator nach oben, über den Kopf drehen. Tür zu, zum Rücken, Mandala. Jetzt mache ich mal anstatt Reverse Escalator den Helikopter. Dann drehe ich wieder über den Kopf. Reverse Escalator, schwierige Variante zum Hochkommen, Tür zu, zum Mandala, Reverse Escalator. Ich
kann übrigens auch verschiedene Reihenfolgen haben. Hier kann ich auch gut in den Helikopter kommen. Vom Helikopter kann ich zum Türzumachen gehen. Vom Escalator kann ich auch zum Türzumachen gehen. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr irgendeine Idee habt, wie ihr die Reihenfolge verändern könnt, dann macht das gern. Ihr müsst nicht in meiner Reihenfolge bleiben. Ihr könnt in der Reihenfolge bleiben, aber es ist überhaupt gar kein Muss. Okay. Sagt Bescheid, wenn es Fragen gibt. Sonst bis nächste Woche Mittwoch. Tschüss.